Hallo, hier ist wieder euer Reloads. Im heutigen Video zeige ich euch... Wann kommt Mod-Menü-Video? Ah, wer Reloads kann jetzt zeigen, wie man BO2-Mod-Menü holt? Aber wie installiere ich ein Mod-Menü? Hast du nicht gesagt, im nächsten Video zeigen, ob jetzt hier auf G2 Mod-Menü installiert? Online hat nichts gegen dich. Egal, ich habe schon Mod-Menü. Okay, ja. Also, es haben sich viele gewünscht und deshalb zeige ich in diesem Video, wie man sich ein Mod-Menü installiert. Also was ihr braucht, ist auf jeden Fall erstmal eine PS3 mit Jailbreak. Am besten ist es, wenn du auf Dex bist. Du kannst hier in der Reebok Toolbox gucken und da siehst du, ob du Dex bist. Steht hier die Firmware und daneben, ob du Kex oder Dex bist. Wenn du auf Dex bist, ist alles super perfekt. Wenn du aber auf Kex bist, dann funktionieren nicht alle Mod-Menüs. Du kannst auch mit Kex modden, aber das ist halt nicht so gut wie Dex. Da funktioniert nicht alles. Zum Beispiel SPX-Mod-Menüs, da gibt es nur sehr wenige, die mit Kex kompatibel sind. Also wechselt am besten auf Dex. Ich verlinke euch nochmal ein Tutorial von mir. Da zeige ich, wie man auf Dex wechselt. Gut, wenn du jetzt die Voraussetzung erfüllt hast, hast den richtigen Jailbreak, also auch nicht diesen Hand-Jailbreak, sondern richtig Dex. Und auf CFE, am besten Fall noch Reebok. Multiman brauchst du auch. Wenn du das noch nicht hast, dann musst du es nochmal schnell runterladen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und natürlich musst du dein Gehirn einschalten, denn alles stumpf hier nachmachen wird dir nicht viel bringen. Ich möchte auch, dass du verstehst, was ich hier mache. Bevor du irgendwas an Mods installierst, musst du für dein Spiel, wo du ein Mod-Menü installieren willst, erstmal das neueste Update herunterladen. Wenn du bereits die neueste Version installiert hast, dann wird das Spiel dann anzeigen, sie haben bereits die neueste Version installiert. Dann musst du natürlich nicht das neueste Update runterladen, wenn du es schon installiert hast. Das neueste Update musst du nur dann herunterladen, wenn du es noch nicht hast. Ich habe jetzt extra mal mein Update gelöscht, damit ich euch zeigen kann, wie es aussieht, wenn das neueste Update nicht installiert ist und ich das Update erstmal runterladen muss. Bevor ihr ein Update runterladet, solltet ihr genauso vorgehen, wie wenn ihr euch im PSN anmelden wollt. Um ein Update runterzuladen, muss man zwar nicht direkt im PSN angemeldet sein, aber ihr verbindet euch trotzdem mit den Sony-Servern. Ich müsste natürlich noch Internet anschalten, so. Und jetzt kann ich auf das Spiel Dreieck drücken und auf Aktualisierung überprüfen. Bei mir steht jetzt da, ich muss die neueste Version runterladen. Wie gesagt, ich habe extra mal das Update vorhin gelöscht, damit ich es jetzt neu runterladen muss. Wenn bei euch da steht, du hast bereits die neueste Version installiert, dann ist alles gut. Dann kannst du ja weitermachen, wenn das Update hier fertig ist bei mir. Für den nächsten Schritt musst du Multiman starten. Aber ihr wisst sicherlich, Multiman ist eine Homebrew und da ich gerade eben mein Jailbreak deaktiviert habe, wird Multiman nicht richtig funktionieren. Also muss ich die PS3 erstmal neu starten, damit alles wieder aktiviert ist, also Jailbreak alles wieder da, richtig aktiviert, damit ich auch dann Multiman starten kann, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal neu starten. Jetzt müssen wir ja Multiman starten und ihr wisst ja, Multiman ist eine Homebrew. Das heißt, ihr müsst unbedingt darauf achten, dass ihr nicht im PSN angemeldet seid. Ich habe auf meinen Benutzer jetzt gar keinen PSN-Account drauf, also kann ich auch nicht im PSN angemeldet sein. Warum ihr nicht im PSN angemeldet seid, wenn ihr Homebrews starten müsst, das ist ganz einfach. Wenn ihr im PSN angemeldet seid und ihr habt Homebrews gestartet, werdet ihr jetzt sehr wahrscheinlich gebannt. Es ist auch ganz witzig, wenn ihr zum Beispiel Multiman startet, während ihr im PSN angemeldet seid, dann steht bei euren Freunden da, dass ihr gerade Multiman spielt. Und ja, das ist weniger gut. Achtet auch unbedingt darauf, dass ihr das automatische Anmelden immer aushabt. Bei Jailbreak ist das ganz wichtig, dass man automatisches Anmelden aushat, sonst werdet ihr einfach so angemeldet, ohne dass ihr vorher euren Jailbreak deaktivieren konntet. Man muss nämlich Jailbreak immer deaktivieren, bevor man sich im PSN anmeldet. Das ist ziemlich wichtig, sonst müsst ihr eigentlich nicht lange auf euren Bann warten. In der Regel kommt das dann so nach 2 Wochen maximal, wenn ihr immer ohne deaktivierten Jailbreak online geht. Und Homebrew starten, da sind die auch immer sehr, sehr schnell dabei. Okay, starten wir Multiman. Jetzt könnt ihr alles akzeptieren. Und schon ist Multiman fertig installiert. Ihr könnt euch Multiman noch individuell einrichten, indem ihr R1 oder L1 drückt. Da könnt ihr nämlich diese Ansicht ändern. Ich mag die hier am liebsten. Und in der Einstellung könnt ihr eure Sprache auch noch auf Deutsch ändern. Wenn du ein Spiel als CD hast,
dann ist es sinnvoll, es auf den internen Speicher oder ein USB zu kopieren. Weil durch die Mods, genauer gesagt die Anti-Bann-E-Boot, die du später einfügst, wird das Spiel permanent von der Disk gelesen und das kann das Laufwerk zerstören, wenn sich die Disk die ganze Zeit dreht. Wenn das Spiel aber auf ein USB oder auf euren internen Speicher ist, dann sind erstens die Ladezeiten schneller und außerdem schont es euer Laufwerk. Was denkt ihr, warum so viele Modder ein defektes Laufwerk haben? Weil genau das die meisten nicht beachten und dann mit der CD spielen. Also denkt dran, kopiert euer Spiel, wenn ihr Mods benutzen wollt, immer auf euren internen Speicher oder USB. Außerdem musst du für das Spiel jetzt den Blesscode herausfinden, damit du nachher das richtige Modmenü runterlädst. Also schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich bin hier über meiner Game Disk in Multiman und jetzt kann ich Viereck drücken und dann komme ich in dieses Menü, wo wir hinwollen. Hier seht ihr jetzt unter dem Spiel hier euren Blesscode und den könnt ihr euch jetzt mal aufschreiben oder mit eurem Handy mal abfotografieren, denn den braucht ihr nachher unbedingt, wenn ihr euch das Modmenü raussucht und runterladen wollt. Ich nehme jetzt GTA 5 nur als Beispiel. Ich zeige das hier für alle Spiele, also es ist bei allen Spielen immer gleich, was ich jetzt hier zeige. Also irritiert euch nicht daran, dass es jetzt ausgerechnet GTA 5 ist. Das Ganze würde genauso funktionieren, wenn es jetzt Black Ops 2 oder sowas wäre. Da wäre es halt jetzt ein anderer Blesscode und ihr müsstet euch den dann aufschreiben. Jedes Spiel hat einen, also GTA 5 ist die Bless 01807. Ja, Black Ops 2 ist, glaube ich, jetzt Bless 01717, aber ich bin mir nicht sicher. Naja. Wenn ihr es auf euren USB-Stick kopieren wollt, müsst ihr natürlich darauf achten, dass eure USB-Stick genügend Speicherplatz hat. GTA brauchte jetzt zum Beispiel 17 GB und mein USB-Stick hatte nur 14 GB, also hätte ich es niemals auf meinen USB-Stick draufbekommen. Deshalb muss ich es auf den internen Speicher kopieren, denn da habe ich noch genug Speicherplatz frei. Wie gesagt, wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, dann könnt ihr es auch mit Disk spielen, aber es würde mit der Zeit sehr euer Laufwerk schaden, wenn ihr mit Mods und mit eurem Laufwerk spielt. Zum Beispiel, wenn ihr nur eine 40 GB Festplatte in eurer PS3 habt und kein USB-Stick, der groß genug ist, habt. Dann geht es ja nicht anders, dann müsst ihr es von der CD spielen. Aber dann könntet ihr vielleicht mal gucken, dass ihr euch einen großen USB-Stick besorgt, die sind jetzt auch nicht so teuer, oder halt eine neue Festplatte. Das Kopieren von dem Spiel kann eine ganze Weile dauern. Mich fragen so oft Leute, warum dauert das so lange? Da kann ich immer nur darauf antworten: Was denkst du, warum dauert es so lange, wenn du ein komplettes Blu-ray-Image auf deinen internen Speicher von der PS3 kopierst? Das sind fucking 17 GB. Von einer Blu-ray. Das braucht seine Zeit. Also, wenn ihr euer Spiel kopiert, müsst ihr da ein bisschen Zeit für einplanen. Wenn du das Spiel allerdings vom PSN Store hast, dann hast du jetzt Pech, denn 99% aller Mods, die es gibt, sind für die Disk-Version gedacht. Du kannst natürlich auch vom Internet ein Backup downloaden und es auf die PS3 ziehen und damit modden. Der PS3 wäre das egal, es ist das gleiche, wie wenn du es von der Disk kopierst. Aber du solltest wissen, dass Raubkopien aus dem Internet zu laden strafbar ist. Deshalb werde ich auf meinem Kanal auch niemals zeigen, wie man Backups bekommt oder wie man diese installiert. Wenn du sowas machen willst, google ein bisschen, es gibt genügend Tutorials dafür. In der Zeit, wo das Spiel kopiert, kannst du jetzt wieder an den PC gehen und den nächsten Schritt machen. Such dir also mit Hilfe deines Blesscodes ein Modmenü. Wenn du dein Modmenü runtergeladen hast und auf dem PC hast, dann musst du es entpacken. Es kann eine ZIP-Datei wie bei mir sein oder vielleicht auch eine RAR-Datei, dann brauchst du noch ein extra Programm wie WinRAR oder sowas. Drück also auf alle extrahieren, um es zu entpacken. Jetzt kannst du hier noch den Ort auswählen. Also zumindest bei mir, weil ich es über den Explorer entpackt habe. So. Was ihr auf jeden Fall immer braucht, ist eine E-Boot. Auch wenn keine E-Boot dabei ist, ihr braucht immer eine E-Boot. Wenn eine E-Boot bei dem Modmenü, was ihr euch runtergeladen habt, dabei ist, dann nehmt die E-Boot, die dazugehört. Wenn keine E-Boot dabei ist, dann habt ihr ein kleines Problem. Sucht euch am besten ein anderes Paket oder so. Oder schaut für euer Spiel das Video, was ich dann später noch mache. Einzelne Videos für GTA, BO2 und sowas. Da zeige ich euch dann, wie man mit einzelnen Dateien umgeht und wie man die richtig verwendet. In dem Video geht es halt darum, dass ich euch erstmal grundlegend zeige, wie man überhaupt die Dateien auf die PS3 einfügt. Aber wie gesagt, wenn eine E-Boot bei eurem Spiel dabei ist, dann nehmt die. Aber E-Boot ist ganz wichtig, wenn ihr die nicht habt, funktioniert entweder gar nichts, wie bei GTA 5, das ist noch relativ harmlos, da startet das Spiel einfach nicht. Oder startet halt ohne Modmenü. Aber bei anderen Spielen zum Beispiel wie
Bei manchen Call of Duty-Teilen ist das so, da startet das Spiel, das Mod-Menü funktioniert auch ohne E-Boot, aber ihr werdet dann sofort gebannt. Das heißt, die E-Boot ist unglaublich wichtig und das ist das Erste, was man sich reinpackt, wenn man den Mod-Menü installieren will. So, hier müsstest du jetzt eine Readme-Datei drin haben, wenn du das nicht hast. Dann kann es sein, dass du vielleicht von einem Forum oder sowas runtergeladen hast. Dann steht das mit bei dem Download-Link alles mit dabei. Dann müsst du das mal aufschreiben. Wenn du jetzt nicht verstanden hast, was da genau drin steht, kannst du auch nochmal einen Google-Übersetzer reinpacken. Hier steht jetzt drin, platziere die SPX-Datei. Also wohin du die platzieren musst und wie du das Menü halt öffnest. Ich habe hier absichtlich in die Readme-Datei mal nicht reingeschrieben, wo man die E-Boot hinpackt. Weil die E-Boot immer an die gleiche Stelle kommt. Das erkläre ich dann später, wenn ich euch zeige, wo man die Dateien dann auf der PS3 einfügt. Also zieht sie euch erstmal auf den USB-Stick und steckt den USB-Stick dann an die PS3. Sobald das Kopieren jetzt fertig ist, bekommst du auch einen anderen Bildschirm und du kannst dann wieder zurück in die Multiman-Ansicht gehen. Jetzt steht hier Press und zwei Klammern to continue. Das liegt einfach daran, Multiman kann hier nicht verschiedene Bilder darstellen in dieser Ansicht. Und deswegen wird euch das als so komisches Zeichen dargestellt. Aber hier wird versucht, ein Viereckzeichen darzustellen. Also heißt es, press Viereck to continue. Auf Deutsch übersetzt, drücke Viereck, um fortzufahren. Das heißt, drückt jetzt erstmal Viereck und dann müsstet ihr wieder in eure Multiman-Ansicht kommen. Um Dateien von euren USB auf die PS3 zu kopieren, müsst ihr ganz nach links gehen. Dort findet ihr den Dateimanager. Ihr könnt eure Disk jetzt rausnehmen, denn ihr braucht die jetzt nicht mehr. Und zum Spielen braucht ihr die auch nicht mehr. Ich zeige nachher dann noch, wie man die kopierte Spiel, wie man das kopierte Spiel jetzt verwenden kann. Also kannst deine CD jetzt ganz, ganz weit weglegen, weil die brauchst du wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Außer du hast noch eine andere PS3 oder sowas. Im Dateimanager hast du jetzt hier den Cursor und den Hintergrund. Mit dem einen Stick bewegst du den Cursor, aber mit dem anderen Stick erstmal noch gar nichts. Mit X bestätigst du, das ist wie ein Klick am Computer. Und mit Kreis ist wie der Rechtsklick am Computer, also da öffnet sich dann ein Optionsfenster. So, hier siehst du jetzt verschiedene Sachen und Dev USB 000, das ist dein USB-Stick. Hier sind jetzt die Sachen von vorhin drauf, also die beiden Homebrews, die du draufgepackt hast. Hier haben sich noch zwei Textdateien selbst erstellt. Hier können wir uns auch nochmal die Readme-Datei anschauen. Die hatten wir auch schon am PC gesehen. Und hier können wir auch nochmal überprüfen, was da steht, wo man was hininstallieren soll. Aber bevor wir diese SPX installieren, wie es da drin steht, installieren wir erstmal die ganz, ganz wichtige E-Boot. Hatte ich euch schon gesagt, wenn ihr die nicht habt, dann läuft gar nichts hier. Hier steht auch nicht drin, wo man die E-Boot hinpackt. Das hat einfach den Grund, in den meisten Readme-Dateien steht das nämlich auch nicht drin, wo die E-Boot hin soll, denn die E-Boot kommt immer bei jedem Spiel an die gleiche Position und das zeige ich euch jetzt wohin. Dazu geht ihr auf eure Festplatte, das ist DevHDD0, geht auf das kleingeschriebene Game, nicht das großgeschriebene, ist wichtig, das kleingeschriebene Game. Dort sucht ihr den Blesscode für euer Spiel. In meinem Fall ist das ja jetzt GTA, also Bless 01807. Da geht ihr drauf. Hey, ich melde mich hier mal kurz noch vom Schnitt. Mir ist aufgefallen, ich habe was vergessen zu zeigen. Und zwar seht ihr daran, dass ihr hier in dem richtigen Ordner seid, indem ihr hier auf das Icon 0.png mal Doppelklick drauf machen könnt mit X. Dann seht ihr halt das Symbol von eurem Spiel. Außerdem habe ich vorhin noch viel zu kurz gezeigt, wie man Dateien kopieren kann. Ich habe da wahrscheinlich vorhin irgendwelche Symbole mal so schnell eingeblendet. Aber ich zeige das jetzt nochmal richtig. Ich stecke jetzt den USB an. Gehe ich jetzt nochmal auf Root und auf den USB. Moment. Ihr klickt mit X drauf, sodass die Datei markiert ist. Ihr könnt auch mehrere kopieren. Da klickt ihr auf andere auch nochmal X. Und dann klickt ihr auf das blau markierte Kreis. Und dort habt ihr jetzt verschiedene Optionen zur Auswahl. Da drückt ihr jetzt einfach kopieren und dann ist das kopiert. Und dann könnt ihr es halt woanders, das zeige ich dann gleich, als im Video hier weitergeht, dass ihr das dann einfügen könnt, indem ihr dann wieder Kreis drücken, einfügen. Okay, viel Spaß mit dem restlichen Video. Jetzt könnt ihr in USDIR gehen und dort könnt ihr die E-Boot einfügen. Es empfiehlt sich, die Original-E-Boot zu speichern, nicht einfach dann zu löschen. Denn ihr wisst ja noch nicht, ob diese E-Boot wirklich funktioniert und ob alles wirklich hinhaut. Und wenn es am Ende dann nicht funktioniert, dann funktioniert euer ganzes Spiel nicht mehr. Also solltet ihr euch eure E-Boot speichern, damit ihr die, falls am Ende nichts mehr funktioniert, die wieder zurückpacken könnt. Das heißt, ich habe jetzt auf meinem USB-Stick Ordner, den habe ich Backup genannt, und da speichere ich einfach mal die E-Boot. Jetzt kann ich aus dem Originalordner auch ohne Sorgen die E-Boot löschen.
denn ich habe jetzt ein Backup von der originalen. So, jetzt heißt die E-Boot natürlich Anti-Ban-E-Boot und noch was. Das akzeptiert die PS3 nicht. Die PS3 akzeptiert es nur, wenn es E-Boot.bin heißt. Das ist ja auch klar. Also E-Boot.bin ist drin, heißt wie die Original, ist aber was anderes. Ist nämlich eine Anti-Ban-E-Boot. Oder auch gesagt eine Debug-E-Boot. Jetzt können wir nochmal in die README-Datei schauen, denn jetzt fügen wir das eigentliche Mod-Menü ein, also die SPRX. Und hier steht jetzt Place SPRX-File into Dev HDD0, also die Festplatte, und dann den Temp-Ordner. Könnt ihr hier markieren, wieder X draufklicken und dann Kreis und kopieren. Und hier könnt ihr mit den Punkten dann wieder zurückgehen. Ihr könnt auch die Taste nach links drücken, da kommt ihr auch wieder zurück. Aber ich drücke immer lieber eigentlich die zwei Punkte oben. Ich weiß auch nicht, das ist halt Geschmackssache, wie man das macht. Okay, jetzt seht ihr hier, steht nirgendwo TMP drin. Da sind manche immer verwirrt, warum steht hier nirgendwo TMP? Es liegt einfach daran, dass es alles nach Alphabet sortiert und T ist nun nicht gerade ganz oben. Und ihr seht jetzt schon, man kann hier scrollen und zwar mit R2 und L2. Hier in den TMP-Ordner ist bei mir jetzt schon einiges drin. Bei euch ist vielleicht auch noch gar nicht so viel drin. Ihr könnt es einfügen, indem ihr halt hier oben einfach über den Ordner geht, wählt also den richtigen Ordner aus, dann könnt ihr nochmal überprüfen, was der richtige Ordner ist. Dann ist es devhdd0-tmp und dann könnt ihr einfügen. Und hier ist die Datei jetzt auch drin. Also haben wir nochmal alles richtig gemacht, können wir überprüfen, place file into devhdd0, ja, stimmt alles. Ihr könnt von euren Ordnern auch Shortcuts erstellen, also Verknüpfungen. Dann könnt ihr, wenn ihr später die mal wieder braucht, einfach direkt in den Ordner reingehen. Das ist eine ganz praktische Funktion und ich nutze das auch immer ganz gerne. Das kann jeder machen, wie er will. Ihr könnt das auch nochmal von euren GTA-Ordner machen, wo die E-Boot drin war. Falls ihr da mal andere E-Boots verwenden wollt, immer wieder könnt ihr hier auch Shortcut erstellen. Das heißt natürlich USDIR und ihr wisst ja, bei jedem Spiel ist das gleich. Das heißt, jetzt hätte ich bei jedem Spiel ein USDIR. Das heißt, ich nenne das jetzt, ups, das wollte ich jetzt gerade nicht. Das heißt, ihr könnt das jetzt umbenennen in GTA. Dieses MM-Link muss bleiben, sonst funktioniert das nicht mehr. Da kann ich es umbenennen in GTA. So, und jetzt weiß ich, das ist mein GTA-Ordner und das oben ist der TMP-Ordner. Jetzt könnt ihr Multiman verlassen. Und jetzt können wir mal das Spiel starten und ausprobieren, ob das Mod-Menü funktioniert hat. Denn ehrlich gesagt ging es mir gerade nur darum, dass ich euch zeige, wie man die Dateien einfügt. Ich habe keine Ahnung, welches Mod-Menü ich mir eigentlich runtergeladen habe und ob das überhaupt funktioniert. Ihr seht aber jetzt in den meinen Spieleordner ist GTA noch nicht drin. Das liegt einfach daran, weil wir es gerade erst kopiert haben und seitdem noch nicht neu gestartet haben. Das heißt, wir starten jetzt neu und dann müsste es auch wieder drin stehen. Jetzt hat sich Batman aktualisiert und jetzt müsste GTA dort drin stehen. Gucken wir mal, ob es auch drin steht. Da meine Spieleordner und ja, da ist GTA 5. Das heißt, ihr könnt es jetzt auswählen und jetzt ist es so, wie als hättet ihr die Disk eingelegt. Aber ihr könnt auch auf eure Laufwerktaste drücken, da ist nichts drin. Startet euer GTA auch immer von diesem CD-Symbol. Ihr könntet es theoretisch auch starten von oben App-Home-Dings, aber macht das einfach nicht. Das ist nicht so gut. Das ist ein Ordner, den gibt es halt nur auf Jailbreak. Und wenn ihr das macht, während ihr im PSN angemeldet seid, dann ist da ein erhöhtes Bannrisiko. Also startet es immer von diesem Disk-Symbol, wie als hättet ihr eine CD drin. Ihr könnt das ja mal überprüfen. In App Home oben wird GTA auch angezeigt, wenn er drüber bleibt, aber ja. So, jetzt bekommen wir schon mal eine Startmeldung, das ist schon mal gut. Da steht Paranormal. Achso, Paranormal habe ich hier mal reingepackt. Okay, GTA muss bei mir jetzt erstmal installieren, weil ich habe ja sämtliche Dateien gelöscht gehabt bei mir. Das wird jetzt auch erstmal wieder eine ganze Weile dauern. Wenn ihr das Update schon hattet, dann muss das jetzt wahrscheinlich nicht installieren oder vielleicht auch doch. Na doch, eigentlich muss es dann nochmal installieren, weil ihr habt ja die E-Boot gewechselt, also. Naja, jedenfalls muss ich jetzt erstmal warten, da geht kein Weg dran vorbei, GTA muss installieren. So, jetzt müsste das Spiel eigentlich gleich losgehen, ich habe noch einen Spielstand hier drauf, also werde ich wahrscheinlich nicht in der ersten Mission hier starten. Ich habe gerade schon mehrmals die Tastenkombination gedrückt, das Mod-Menü öffnet sich nicht, auch nicht schlecht. Vielleicht liegt auch daran, weil wir gerade das Spiel erst installiert haben, also. Keine Ahnung, funktioniert halt jetzt gerade nicht, aber vom Prinzip her müsste es eigentlich funktionieren. Ihr könnt jetzt auch mal ein anderes Mod-Menü ausprobieren oder so. Ich zeige trotzdem nochmal, wie er richtig online geht und ja. Dann beende ich dann erstmal das Spiel und zeige nochmal, wie man vorgeht, wenn man dann online gehen will. Dafür starte ich erstmal neu. Denkt dran, wenn ihr online mit Mods spielen wollt, dann deaktiviert immer euer CFW. Ich habe auch gehört, dass einige Leute denken, dass Mods nicht richtig funktionieren.
wenn man sein CFE deaktiviert, weil Homebrews funktionieren ja meistens auch nicht richtig, wenn man sein CFE deaktiviert hat. Und deshalb gehen manche ohne deaktiviertes CFE online und modden dann. Aber das ist mehr als dumm, denn dann werdet ihr schneller gebannt als keine Ahnung sonst was. Es ist so, um das mal zu erklären, Homebrews funktionieren nicht richtig mit deaktivierten CFE und man sollte sie auch niemals verwenden, während man im PSN angemeldet sind. Das heißt, Homebrews wurden dafür entwickelt, dass euer CFE komplett aktiviert ist und ihr offline seid, also nicht im PSN angemeldet seid. Aber Mod-Menüs sind anders programmiert. Mod-Menüs sind so programmiert, dass ihr die verwendet, wenn eure CFE deaktiviert ist. Das heißt, Mod-Menüs funktionieren erst richtig, wenn ihr euren Jailbreak deaktiviert habt. Und das könnte vielleicht auch gerade eben das Problem gewesen sein, denn ich hatte meinen Jailbreak ja nicht deaktiviert gehabt. Aber es kann auch andere Gründe haben. Also, weiß ich jetzt nicht. Aber danach sehen, wenn es funktioniert, dann kann es entweder daran liegen, das ist egal. Aber denkt jedenfalls immer dran, deaktiviert vor dem Online-Gehen euren Jailbreak. Entweder mit dieser Tastenkombination oder mit PSN-Patch, damit kann man es auch machen. Es gibt, glaube ich, auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man seinen Jailbreak deaktivieren kann, aber ja. Macht euch da keine Sorgen, dass mit deaktiviertem Jailbreak Mod-Menüs nicht richtig funktionieren. Die Mod-Menüs sind darauf programmiert. Die Programmierer testen das selber, sie entwickeln so ein Mod-Menü, deaktivieren selbst ihren Jailbreak, gehen damit dann online. Und wenn ihr Mod-Menü dann nicht funktioniert hat, dann müssen sie daran was ändern, damit es funktioniert. Also macht euch da keinerlei Sorgen. Aber das heißt nicht, dass es hier eine hundertprozentige Sicherheit gegen Bann ist. Nee, auf keinen Fall. Es gibt immer ein Risiko, dass man gebannt werden kann. Immer wenn ihr mit eurer Jailbreak PS3 euch im PSN anmeldet. Und allein die Regeln hier zu beachten, also keine Homebrews starten, während man im PSN angemeldet ist, immer den Jailbreak deaktivieren, wenn man sich anmelden will und so weiter, ihr wisst schon. Selbst wenn man diese Regeln immer beachtet, ihr könnt trotzdem gebannt werden. Wenn du zum Beispiel in eine Lobby gehst und allen mit deinen Mods abfuckst und mit deinem Headset brüllst, hey, ich bin der krasseste Modder, ich bin der krasseste Modder, werden dich auch viele Leute melden und du brauchst nicht so lange auf einen Bann zu warten. Da hilft dir keine E-Boot oder deaktiviertes CFW oder sonst was. Also am besten ist es, wenn du immer unauffällig bist und so weiter. Aber selbst dann ist es kein hundertprozentiger Schutz gegen einen Bann. Du musst immer damit rechnen, dass es gerade blöd läuft, dass du kein Glück hast oder sonst was und du wirst gebannt. So, aber jetzt testen wir nochmal das Mod-Menü online, falls es sich jetzt mal öffnet. So, jetzt habe ich die Tastenkombination gedrückt. Es deaktiviert mein Jailbreak und jetzt kann ich mich auch anmelden. So, jetzt bin ich hier angemeldet. Und jetzt lädt es erstmal die Freundesliste und so weiter. Und jetzt können wir GTA starten. Und denkt dran, startet es von dem Disk-Symbol und nicht von dem App Home oben. Also hier unten, wo ich jetzt gerade bin, vom Disk-Symbol starten. Jetzt kommt wieder die Startmeldung. Da bin ich ja gespannt, ob es diesmal funktioniert. Bei GTA müsst ihr auch immer darauf achten, dass ihr erst in den Story-Modus ladet und dann erst online geht. Und bei anderen Spielen ist das wieder anders, aber das ist jetzt mal für GTA so ein Tipp. Weil wenn ihr gleich online geht, funktionieren eure Mod-Menüs nicht richtig, die werden dann immer nicht richtig geladen und sowas. Also geht immer erst in den Story-Modus und dann online. So, und mein Test noch so, ob die jetzt funktioniert. Ja, tatsächlich, es öffnet sich jetzt. Also ich weiß nicht, was vorhin los war. Vielleicht lag es daran, weil das Spiel gerade erst installiert hat. Okay, also das war's dann eigentlich auch schon. Im nächsten Video stelle ich dann nochmal für die einzelnen Spiele dieses Mod-Menü vor. Was man zum Beispiel besonders beachten muss bei GTA 5, was man beachten muss bei BO2 und MW3 oder was ich da noch alles für Spiele finde, wo man Mods hat. Und dann zeige ich nochmal für jedes Spiel einzeln. Vielleicht stelle ich auch nochmal ein paar Mod-Menüs vor. Abonniert auf jeden Fall, lasst eine Glocke da, werdet ihr immer informiert, wenn was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal, euer Reloads.